Also, Cassie Hauptgeschichte. Cassie erinnert sich nun wieder an alles, um ihren einmaligen Kameraden Trousseau davon abzuhalten, seinen verheerenden Regen einzusetzen. Ist sie in das Königreich Lerchenthau gereist, um jenen zu helfen, die Hilfe bedürften? Wir werden die Geschichte auf den Grund gehen. Mal schauen, was die gute Casti hier zu erledigen hat. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch das letzte Kapitel von Casti. Bis jetzt gab es nicht mehr als 5 Kapitel pro Person. Dies ist also Lerchenthau. Der Ort, an dem laut Teresor die Krönung stattfinden soll. An dem Schloss dort sind viele Menschen versammelt. Ich bin also nicht zu spät. Die Luft ist schwer, es wird sicher bald regnen. Der Himmel scheint auf Tresors Seite zu sein. Ich muss schleunigst die Lage erkunden. Dann tun wir diesmal. So. Mal kurz das Gespräch mitnehmen. Vorlesestunde. Carsti, du führst Kindern manchmal deine Schaukastentheater vor, nicht wahr? Ja, wenn es meine Zeit erlaubt. Ich finde das wunderbar. Ah, darf ich fragen, warum? Weil es ein Bilderbuch war, das mich dazu gebracht hat, eine Apothekerin zu werden. Selbst mein Gedächtnisverlust konnte mir diese Erinnerung nicht nehmen. Inspirierende Momente in unserer Kindheit können unseren Leben entscheidend beeinflussen. Wenn du den Kindern also geschichtliche Vorträge hältst, dann lenkst du sie womöglich auf völlig neue Pfade. Da könntest du recht haben. Vielleicht sollte ich eine Darbietung in Zukunft etwas ernster nehmen. Solltest du das? So, Freunde, jetzt gehen wir mal. Ah, wir sind schon da. Sehr gut. Hey, Knochenflickerin. Boah, wie nennt der uns denn? Ja, ich meine dich, Casti. Hast du mich etwa vergessen? Und dann, wer ist er denn? Was für ein Raufbold. Edmund, was machst du denn hier? Na, Leben, dank dir hat man uns als Bürger von Lerchenthau akzeptiert. Heute ist Krönung, die wollen wir natürlich stürmisch feiern. Stürmisch, Der Prinz feiert gerne prunkvoll. Es haben sich Gäste aus der ganzen Welt eingefunden. Sogar ein paar Schreiberlinge aus dem Osten. Nanu, was blickst du so finster drein? Ist gut, hab deine Nachricht gelesen. Machst du Witze? Ein Attentat während der Krönung? Ist nicht so laut. Du glaubst mir also? Natürlich tue ich das. Du rennst sicher mal wieder rum und steckst deine Nase in andere Leute Sachen, weil du die Welt retten willst, stimmt's? Wenn du Hilfe brauchst, reicht ein einziges Wort, Knochenflickerin. Hab Dank, Edmund. Dann will ich dich bitten, all diese Menschen an einen weit entfernten Ort zu bringen, wo es nicht regnet. Wie soll ich denn das bitte schaffen? Wir sind schließlich keine Schäferhunde-Knochenflickerin. Das stimmt, ihr seid zu wenig an der Zahl, um alle in Sicherheit zu bringen. Zu wenig? Daran lässt sich vielleicht etwas ändern. Folge mir. Ah, das Gespräch nehmen wir auch noch mit, natürlich. Die Schätze von Lerchenthau. Das ist also Lerchenthau. Was ist los? Deine Augen glänzen hier richtig. Ja, sie ist ja auch eine Diebin, ne? Ich wollte hier schon immer einmal hin. Es heißt, dass der hiesige König Schätze von überall her sammelt. Die Sammlung würde ich mir gerne mal aus der Nähe ansehen. Hey, du und deine Schätze drohen. Na, wer weiß, vielleicht hat er ja auch Ketten, die dir ausgezeichnet stehen. Was du nicht sagst. Jetzt bin ich aber doch ein bisschen neugierig geworden. Gut, abgemacht. Die Beute wird gerecht geteilt. Nein, nein, Thron, so meinte ich das nicht.
Ja, zu spät. So, dann schauen wir mal. Wo wollen wir hin? Genau, hier müssen wir hin. Zack. Und was passiert jetzt hier? Ah, wir müssen hier rein. Bier, wo bleibt unser verdammtes Bier? Wir sind heute hier, um unseren neuen König zu begießen. Wer nicht trinkt, ist ein Verräter. Wer sind diese Männer? Lärchen Tower Soldaten. Ein Haufen lausiger Trunkenbolde, aber sobald die Zeremonie beginnt, sind sie in der ganzen Stadt verteilt. Das klingt vielversprechend. Die Bürger hören vielleicht nicht auf uns, aber auf die Wachen ganz sicher. Hey, warte, was hast du vor? Soldaten von Lärchentau. Oh, Hallöchen, warum singst du uns nicht ein Lied? Das muss ich euch leider enttäuschen. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin Cassia, eine fahrende Apothekerin. Ich bin gekommen, weil eurem Königreich eine große Gefahr droht. Und das wäre? Regen. Schon bald wird lila Regen auf eure Lande fallen. Eine schreckliche Plage, die alle tötet, die sie berührt. Da lachen sie. Lass die schlechten Witze, Mädel. Heute wollen wir feiern. Ich meine es ernst. Wenn wir nicht sofort alle in Sicherheit bringen, dann wird jeder in Lärchentau sterben. Doch um das zu vollbringen, werde ich euer Hilfe brauchen. Jetzt mach mal einen halblang. Tödlicher Regen? Zeig mir Beweise. Was ist das für ein schwarzes Mal auf dem Arm? Keine Ahnung, aber es widert mich an. Ich bin eines der vielen Opfer des Regens. Im Gegensatz zu den meisten anderen kann ich mit dem Leben davon. Meine Freunde und Kameraden jedoch hatten nicht so viel Glück. Sie alle sind gestorben. Um mich zu retten. Ohne ihr Opfer stünde ich heute nicht hier. Darum, damit eine solche Tragödie sich nie wiederholt. Und damit eure Stadt und ihre Bürger Rettung finden. Flehe ich euch an, mir zu glauben. Leiht mir eure Kraft, bitte. Hey, was meint ihr? Ich will ja ihr glauben, aber woher sollen wir wissen, dass wir ihr trauen können? Das ist ja nicht zum Aushalten. Ihr seid ein elender Haufen feiger Nutzloser. dich kenne ich doch. Nur kurz zu der Vorgeschichte, da gab es eben halt kleiner Vorfall und da ist ein alter Freund durchgedreht. So viel zum Thema jetzt kurz. Freunde, wir stehen tief in der Schuld zu dieser beiden. Der hat ein Feuer herbeigerufen, was so chemische Substanzen hatte und das hat sich verbreitet und daraus ist chemischer Regen entstanden. Sie haben während der Scharmützel mit Sai Dutzende unserer Kameraden das Leben gerettet. Sai? Du behauptest also, das ist die Apothekerin, die meinen Kumpels aus dem Sand befreit hat? Nicht nur das. Diese Apothekerin haben wir auch zu verdanken, dass wir endlich Frieden mit den Einwanderern schließen konnten. Wir Lärchentower-Soldaten sind für unsere Ehrbarkeit bekannt. Wie können wir diese Schuld nicht ignorieren? Lass uns diese Frau trauen, die uns schon einmal gerettet hat, damit sie uns abermals retten kann. Recht so, runter mit den Humpen, Jungs, ran an die Arbeit. Unsere Stadt will gerettet werden. Hab Dank, Kommandant Giff.
Begebt euch in eure Häuser. Schließt die Fenster und verriegelt die Türen. Lasst keine Luft und von draußen rein. Begebt euch in die Häuser. Ah, es regnet schon. Es funktioniert. Überlassen wir den Rest diesen tapferen Männern. Ich muss dafür sorgen, dass der Quell dieses Regens versiegt. Jede Sekunde ist kostbar. Moment mal, Knochenflickerin, wo willst du hin? Rein mit dir, aber schnell. Jemand muss Tresor aufhalten. Genau, und der bin ich. Weißt du, wo er ist? Ich kann es mir denken. Zieh auch du dich in ein Haus zurück. Sobald alle in Sicherheit sind, entmund. Stirb mir bloß nicht weg, Knochenflickerin. Danke, Edmund. Ich werde mein Bestes geben. Also, wo steckt Roseau? Vermutlich an einem hohen Ort mit starkem Wind, damit er sein Gift gut verbreiten kann. Die Westhügel, sie sind wie gemacht für den Plan. Doch der Himmel spricht dagegen. Schon bald wird der Wind sich drehen. Von Westen nach Norden, der höchste Punkt wäre dann die Burg. Burg Lerchentau. Dort werde ich dich finden, Tresor. So, nach Burg Lerchentau begeben. Das werden wir selbstverständlich, dem werden wir selbstverständlich nachgehen. Ach Mist, nee, war richtig, genau. Musste einmal hier lang. Wir sind bei bester Gesundheit. Rein in die gute Stube. Ah, diesmal ist auch das Tor offen. Macht die Sache wesentlich einfacher. Gefahrenstufe 45. Na, da bin ich mal gespannt. Oh, hier gibt es schon die ersten Toten. Was ist denn hier mit dem hier passiert? Aber warte, wir gehen erstmal hier. Nee, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Was ist denn mit ihm passiert hier? Der Atem geht... Was? Der Atem geht ruhig. Scheint friedlich zu schlafen. Wurde betäubt wahrscheinlich, ne? Na, kann man nichts machen. Oh, hier sind Igel, ne? Ah, so will ich das sehen. Kurz und Prozess hier. Gar nicht lang. Hier wird gar nicht lang gefackelt. Sondern direkt den stärksten Zauber ausgepackt hier. Mal gucken, was hier passiert. Hier ist nichts. Was haben wir hier? Hier ist ein Speicherpunkt. Und, was ist das? Was ist das denn überhaupt hier? Sind das Igel oder was soll das sein? Muss ich jetzt mal nachschauen. Dornenschwein. Das sind Schweine. Aber ich mag Schweine. Ich kann doch hier keine Schweine töten. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Da ist noch eine Truhe. Boah. Was ist das? Den kennen wir aber schon hier, den guten, ne? Der kommt uns bekannt vor. Eiswächter MK2. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal elementares Kreuzfeuer. Gucken wir mal. Ja, Feuer ist schon mal sehr gut. Perfekt. Genau, nur nochmal, um auf den Regen zurückzukommen. Das ist quasi so ein Typ gewesen, der ist durchgedreht. Der hat dann eben halt ein ganzes Dorf umgebracht. Und du am Anfang kommst du ziemlich, am Anfang des Spiels kommst du in das Dorf rein und du weißt aber nicht wirklich, was mit dem Dorf passiert ist. Und umso weiter du die Geschichte deren ganzen Charaktere hier verfolgst, findest du heraus, dass dann eben halt einer durchgedreht ist und der hat das ganze Dorf umgebracht. Mit so einem giftigen Nebel, weißt du? Und deswegen, ja.
Und das sind die Aufträge von Casti. Das ist quasi die Geschichte von ihr. Casti ist quasi unsere Apothekerin. Des Vertrauens. Wenn man so will. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Oh, warte mal. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal geradeaus da Richtung Thron. Wer weiß, vielleicht ist da noch eine Kiste oder so. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Da wird doch immer gerne was versteckt. Nee, hier scheint nichts zu sein. Oh, hier kommen Flammen. Interessant. Nö, nee, hier scheint nichts zu sein. Okay. Dann gehen wir weiter hoch. Let's play. Oh. Sehr gut. Machen wir direkt einmal hier Feuer, ne? Ja, direkt ausgeschaltet hier. Aus dem Leben geholt. Wahnsinn. Vorbei. Oh, hier regnet es auch schon. Perfekt. Wir sind jetzt hier hochgelaufen, ne? Genau. Kräuterelixier. Das scheint auch, wahrscheinlich ist das die einzige Möglichkeit, um uns der Versteinerung zu entziehen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. War das hier? Ne, da ist nichts. Ja, da bin ich mal gespannt, wie der Tresor oder wie der ausgesprochen wird, der Kollege hier. Wie der so ist, ne? Ob der stark ist oder ob der Fallobst ist. Also ich tendiere mal zu Fallobst nach unserem, ja, etwas hohem Level, sage ich jetzt mal. Wir sind wirklich viel rumgekommen hier. Kann es euch auch nur wärmstens empfehlen, Freunde. Geht jeden Weg, nehmt alle Schätze mit. Dann habt das nicht ganz so schwer. Mit den Endbossen. So. Sehr gut. Ja, hier können wir mal Eis machen. Mal gucken, was passiert. Ist ja sehr empfindlich. Ja, 9999. Da gehen die Lichter schon mal aus, ne? Bei 9999. Ja, sehr gut. Dann gehen wir, oh, sind ja auch nur am Schlafen. Äußerlich sind keine Wunden zu erkennen. Wirkt fast so, als wären ein starkes Schlafserum verabreicht worden. Ja gut, das geht ja Gott sei Dank noch.
Schlimm wäre jetzt, wenn die Soldaten gestorben wären. Wobei Ziel ist es ja, die ganze Stadt zu, ja. Den Untergang zu weinen. Also untergehen zu lassen, so. Oh, Terminus ist fast 72. Oswald geht schon auf die 78 zu. Ach, hier kann man wieder runtergehen dann, ja? Was ist hier? Ach, hier geht's weiter. Oder ist hier... Das ist natürlich die Frage. Ne? Gehen wir hier lang? Oder gehen wir lieber nach oben nochmal? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Wenn das hier der richtige Weg ist, macht es Sinn, ne? Wir gucken jetzt mal. Wir sind ja eh schon den Weg hier gegangen. Gehen wir einfach danach nochmal zurück. Ach, ich hätte auch einfach Feuer nehmen können, ich Idiot. So. Das machen wir jetzt. Fire and burn. Und Terminus ist 72. Wahnsinn. Habe ich eine Zeit lang nicht aus meiner Gruppe getan. Deswegen ist der auch so hoch. Ah, ich glaube, hier geht es aber weiter. Ja, das sieht schwer danach aus. Und... Wir gehen aber erst noch mal kurz zurück, Freunde. Da sind noch ein paar wichtige Truhen wahrscheinlich gewesen, die es gilt einzusammeln. Also Feuer ist hier präsent, ne? Die sind alle relativ... sehr empfindlich gegen Feuer. Das macht die Sache sehr einfach für uns. Wie ihr seht. Wahnsinn. So. Dann gehen wir jetzt nochmal nach oben und holen uns die Kiste. Ah, guck mal. Also, sehr offensichtlich, aber nur gut, ich hab's, man konnte es von unten nicht sehen. Sei mir verziehen. Kurz einen kleinen Schuck trinken. So, weiter geht's. Also die Geschichte von Cassie hat mir bis jetzt auch sehr gut gefallen. Oh, hier, vernichtende Kriegsaxt. Na, wer sagt's denn? Aber davon haben wir schon zwei. Ja, ich wollte es gerade gesagt haben. Schade. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich den High Society Stuff haben wollt, müsst ihr die in jeder Stadt die ganzen versteckten Objekte holen und die Menschen ausrauben. Dann kriegt ihr wirklich den High Society Stuff. Das lohnt sich. Anders ist es leider fast schon unmöglich, gegen den letzten Endboss entgegenzutreten. Beziehungsweise auch manche anderen Bosse. Wenn man jetzt hier nur den normalen Stuff mitnimmt, die man in der Dungeon findet, findet man auch gute Sachen, keine Frage. Aber bei weitem nicht so gute Sachen, wie wenn ihr die ganzen... wie gesagt, Leute ausraubt, etc. Das macht nochmal extrem viel aus an Damage. Ja. So könnte man das stehen lassen. Man sollte das nicht unterschätzen. Das hat mir auf jeden Fall viele, viele Endbosse sehr, sehr einfach gemacht. Bei vielen Endbossen hatte ich leichtes Spiel, mehr oder weniger. Natürlich auch anhand meines hohen Levels. Aber ich habe auch immer geguckt, dass ich dass ein High-Leveler dabei ist und drei eben halt kleine. Ne? Ah, wir sind schon auf dem Dach. Ah, jetzt fängt es an. Der goldene, der lilane Regen. Der Regen seiner Farbe beginnt sich zu ändern. So, ich wusste, dass du hier sein würdest.
Oh nein, das Gift wirkt bereits. Hat er etwa einen Weg gefunden, es noch stärker zu machen? Verflucht sollst du sein, Tresor. Das lasse ich nicht zu. Sehr gut, jetzt werden wir diesen Vogel mal Einhalt gebieten, Freunde. Das kann ja nicht sein, dass wir hier am Tod nagen und er hier eine ganze Stadt auslöschen will. Cool, das haben die jetzt sogar während der Kampfszenen haben die jetzt quasi den lilanen Ring eingebaut. Sehr gut gemacht. An alles gedacht, wie immer. Burn. Kavums. Gleiches Spiel. So, hier war jetzt aber nichts mehr, ne? Genau. Was haben wir hier noch? Da ist noch eine Truhe. Magiegewand. Ach, hier in den normalen Kisten gibt es auch normale Sachen. Also, sag mal schnell. Oh. Physische Verteidigung. Elementarangriff geht hoch. Und ein bisschen, ja. Nee, dafür geht viel zu viel physische Verteidigung drauf. Lass ich mal. Das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen, dass es in den Truhen auch tatsächlich Rüstungsgegenstände gibt. Ist aber auch eher selten, muss man sagen. In der Regel habt ihr keine Rüstung oder findet ihr kein Schwert oder so in den normalen Truhen, sondern eigentlich nur in den goldenen. War wahrscheinlich Zufall oder mal eine Ausnahme. Oh, sehr gut. Da muss ich jetzt hier nochmal nachlegen. Meine FP wieder auffüllen. Kann ich während des Kampfes aber machen. Was haben wir hier? Weiß jetzt schon, wie man da hinkommt. Ha! Also es ist auch wirklich, manche Sachen sind da wirklich sehr, sehr gut versteckt. Muss man ganz genau hingucken. Das sind wieder sehr viele Wege. Ah, kniffig, kniffig. Ah, Gott sei Dank fängt Oswald an. Das macht mir die Sache ein bisschen einfacher. Mal kurz. Oh. Oh, hier ist auch noch eine Truhe gewesen. 23.000 Silberblätter. Achso, hier war es sonst aber auch nichts. Dann sehr gut, dass wir diesen Weg gegangen sind. Let's go. Bam! Ich müsste eigentlich mal den Multiplikator anmachen, ne? Quasi, dass das über 9.999 Damage geht. Würde mich auch mal interessieren. Okay, hier waren wir. Wir gehen erstmal hier die Schatztruhe holen. Here I am.
I need a pop. And done. I've seen worse. Hat sich nicht gelohnt, Zauber zu verwenden. Und Drachenhelm. Bewahrt vor Bewusstlosigkeit. Aber wie ihr seht, auch relativ crap, ne? Lohnt sich nicht. Hab schon besseren Stuff. Gucken wir mal hier. Oh, noch eine Truhe. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Wege, muss man sagen. Aber schön gemacht, mal meine Burg durchzulaufen. Gefällt mir sehr gut. Und ich kann es kaum erwarten, bis der Endboss da ist. Ja, Wumms. Da habe ich manchmal so ein bisschen Panik vor. Manche Endbosse sind wirklich, ja, da fallen einem die Haare aus. Sehr schön, Cassius ist 63. Und Energiegranatapfel. Oh, perfektes Timing. Oswald ist als erstes dran. Stärkungsserum. Echt, die haben keine 3000 Energie? Hätte mich jetzt aber gewundert. Beziehungsweise das wundert mich. Ich hätte jetzt gedacht, die hätten irgendwie so 3000, 4000 oder so. Dem geht's auch noch gut. I've seen worse methods. Also Geld haben wir auch mehr als genug. Fällt mir gerade mal so auf. Oh, hier kommt schon der Speicherpunkt, Freunde. Das bedeutet, oder beziehungsweise signalisiert uns, der Endgegner ist nicht weit. Komisch. Abwumm. May the sacred flame guide you, or something like that. Onyx. Achso, hier ist ein Speicherpunkt, der wäre ich fast dran vorbeigelaufen. Einfach zum Endboss. Wir vertrauen einfach auf unserem Level und auf unsere Ausrüstung, dass wir den Endboss schon schaffen werden. Nee, natürlich nicht. Wir müssen auf jeden Fall speichern. Auch mit den ganzen Sachen, die wir haben, kann jederzeit ein Dahinscheiden passieren. Wie man heute gesehen hat. Beim seltsamen Elefantenboss. Behamut, ne? Der war wirklich nicht schlecht. Aber auch nur durch seinen Zauber, wo man nichts gegen machen kann. Aber ich glaube, ich habe was dagegen gefunden. Mal gucken. So, hier ist jetzt nichts. Genau, da oben ist der Feuermacher hier. Der Übeltäter. Schau es dir an.
Jetzt findest du den Grund. Oder beziehungsweise schaut es euch an. Jetzt seht ihr den Grund, warum dieser Regen existiert. Da ist er. Hat wieder sein Feuer gemacht. Seine Substanzen reingekippt. Rousseau. Oh, grüß dich, Meisterin. Es überrascht mich, dass du noch unter uns weilst. Das verdanke ich den anderen. Schön, aber es ändert nichts. Bist du gekommen, um mit anzusehen, wie eine weitere Stadt von meinen süßlichen Regen hinfort gespürt wird? Nein, ich werde es verhindern. Ja, ich habe gesehen, wie ihr die Schafe in ihre Hütten getrieben habt. Gute Arbeit, Applaus, Applaus. Apotheker Trousseau. Aber auch wenn Türen und Fenster geschlossen sind, die Luft gelangt immer noch hinein. Solange mein kostbarer Rauch also in den Himmel steigt, sind die Leben dieser Menschen verwirkt. Rousseau, ich hatte gehofft, dass es für dich noch nicht zu spät ist. Dass der gütige Mann, der du einst warst, noch irgendwo in dir weilt. Der war echt ein guter. Wir hätten auch niemals gedacht, oder ich hätte niemals gedacht, dass der mal so enden wird. Doch das war ein Irrtum. Dein Herz ist so schwarz wie die Pest, die du verbreitest. Der war mal ein Freund. Ein sehr guter Freund sogar. Du liebe Güte, du bedrohst mich etwa? Ich dachte, deine Hände wären zum Retten von Leben gemacht und nicht zum Beenden. Ich werde dich niederstrecken. Nur so kann ich all jenen helfen, die du dort unten auf Hilfe warten. Ich wünschte auch, du hättest seine Worte damals vernommen. Dann hätten wir dieses sichernde Welt gemeinsam erlösen bringen können. Doch keine Sorge, Meisterin. Auch du wirst Rettung finden. Oh, jetzt will er endlich mal zur Sache kommen. Das ist der gute Tresor also. Der Regen beginnt zu fallen. Da werden wir dem Einhalt gebieten, mein Freund. Da kriegst du direkt schon mal eine gute Packung ab. Was war das? Och, nicht schon wieder so ein fieser Zauber, der maximal... Oh, das ist echt gemein, ey. Das ist so mies. Aber der kriegt jetzt auch von seiner eigenen Kostprobe etwas ab. Und zwar Gift. Oh, gegen Gift ist er schwach. Oh, du Armer. Na, wer hätte das gedacht? Oh, Eiswind, das trifft sich gut. Ah, Wurms, 9999. Oh. Oh, das ist natürlich jetzt aber schlecht, ne? So, Überraschungsangriff. Oh ja, 4000. Also Damage kriegt er richtig vom Allerfeinsten ab hier. Das ist ja Wahnsinn. Nicht schlecht. Ganz ehrlich, wir zaubern lieber mit Oswald und heilen mit Temenos. Gute Entscheidung. 4000. Aber der ist anscheinend auch... der ist jetzt auch Dings, ne? Wie sagt man? Vergiftet. Giftiger Hieb, komm, wir ziehen nochmal nach. Gift schadet nie, jawohl. Also bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, schwer finde ich den nicht. Jülchen. Du bist mir eine. Ja, dir auch, guten Morgen.
Nee, oder? Doch. Boah, 8000, sehr gut. Sehr, sehr stark. Lerika, Wunden halt. Nein, ich kann mich nicht heilen. Warum? Was ist das denn? Oh mein Gott. Der Regen. Okay, dann ist das halt so. Ah, er ist schon auf Gelb. Nochmal 7000. Also Damage kriegt er hier wie der Teufel hinter der armen Seele, Freunde. Da braucht ihr wirklich euch keine Gedanken zu machen. Boah. Von allen Seiten knallt es hier. Oh, der Regen wird stärker, das ist schlecht. Was bedeutet das? Ah, jetzt, das ist das, was wir abgezogen bekommen, Freunde. Das sind unsere Maximal-Energie. Also das ist wirklich nicht zu... Damit ist wirklich nicht zu spaßen eigentlich. Naja. Was machen wir denn jetzt? Wir versuchen mal Lichtmagie. Ich hoffe, Oswald kann uns heilen. Sonst haben wir ein Problem. Tatsächlich nicht. Egal, komm. Was? Wir können uns gar nicht heilen? Ist nicht dein Ernst. Aber wie krass ist das denn, bitteschön? Habe ich noch nie gesehen. Deswegen kriegt er auch so viel Damage, ne? Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Aber hier Oswald kann uns heilen, oder? Ah. Nur Temenus kann das nicht, okay. Ach so, der hat hier diesen Bug, diesen Dings da. Okay, ich verstehe. Irk. Oh. Warum? Nur verstehst du es nicht. Was ist mit dem Schmerzen, wenn man eine geliebte Person verliert? Und der Angst davor, eines Tages sterben zu müssen? Was ist ein Leben wert, das auch nichts als Leid und Trauer besteht? Das Leben mag seine bitteren Momente haben, aber es gibt immer Hoffnung. Das stimmt. Die Hoffnung, sinnlose Kämpfe zu beenden. Die Hoffnung, der Tochter sagen zu können, wie sehr man sie liebt. Wir als Apotheke haben die Aufgabe, alle so lange am Leben zu halten, dass sich ihre Hoffnung verwirklichen können. Selbst wenn es uns das eigene Leben kostet. Ach, Meisterin. Sieh dich nur an, voll von nutzlosem Leid. Lass mich dir eine helfende Hand reichen und Erlösung bringen. Werde euch alle läutern, dich diese Stadt alle mit dem süßen Salbei des Todes. Und jetzt stirb, stirb. Haha. Oh, was ist das? Prickelndes Tronikum. Oh, was schüttet er denn auf uns hier? Ebenso, danke. Und danke schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ich wusste es. Das Schwert. Was machen wir? Machen wir Heilung oder? Nee, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt hier einen mystischen Stab hier erstmal. Ja, 150, perfekt. Boah.
Drecksack. Na gut, da muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Einmal. Er heilt uns. Achso, nein, um Gottes Willen. Oh, er ist schon rot, Freunde. Schlummertrunk. Ups. Da. Jetzt wird sie an den Kragen gehen. Nein. Ah, mystischen Stab, sehr gut. Perfekt. Jetzt geht's ja an den Kragen, mein Freund. Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, dass er die nächste Runde nicht überlebt. Sollen wir mal hier elementares Kreuzfeuer machen? Komm. Ja. Nicht schlecht. Ah, leider nur 1600. Es war nicht Oswald. Er ist richtig fies, der Typ. Der schwächt uns auf alle Ebenen. Wahnsinn. So. Dann machen wir. War eine gute Idee. Ah. Mist. Was machen wir denn? Bleibt nichts übrig, komm. Sehr gut. Ausgewichen. Naja, letztendlich ist es so rückblickend, also was ist rückblickend, noch ist er ja da, aber so stark ist er jetzt auch nicht. Das geht voll locker klar hier mit dem. Boom. Was? Nun läppische 2000? Willst du mich verarschen? Jetzt zieht auch sehr wenig nur noch weg. Finde ich. Oh oh. Ich glaube, jetzt dreht er nochmal auf hier, der Kollege. Das war's, Freunde. Wir haben ihn besiegt. Sehr gut. Olive des Lebens. Kann man immer gut gebrauchen. Besonders die L. Kriegt man nirgendwo zu kaufen, leider. Hust, Keusch. Ich brauche ein Wundermittel. Das Schneetröpflein, die Blume, die Malaya mir gab. Nur der giftige Regen verursacht so mannigfaltigen Symptome. Es scheint unmöglich, eine Arznei zu schaffen, die sie alle heilen kann. Und dennoch muss ich... Ich bin die Einzige, der es gelingen kann. Wie?
Casti. Malaya, oder? Malaya? Ja, Malaya. Wie? Erinnere dich, Casti. Erinnern, woran? An deine Reise. Jeder deiner Wege hat zu diesem Moment geführt, zu dieser Medizin. Ich verstehe das nicht. Läutermelissen, um unreines Wasser zu säubern. Kalkrinde, um Rosa die Zeit zu geben, die sie brauchte. Santieno-Blüten, um Himmelssalbalsam und Sadys Leben zu retten. Und schließlich das Schneetröpflein, das Malaya mir gab. Casti, du kannst es schaffen. Ich kann, ich muss. Na, auf jetzt. Reiß dich mal zusammen, Casti. Also gut. Was passiert jetzt? Läutermelisse, Kalkrinde, Himmelsbalsam, Santienoblüten. Und schließlich Schneetröpfleinblüten. So eine Mischung habe ich noch nie zubereitet. Es gibt keine Garantie, dass sie wirkt oder sicher ist. Ich muss den Versuch wagen, an mir selbst. Also. Kalkrinde. Santieno. Nee. Achso, wir müssen den Boost hier machen, ne? So. Kalkrinde. Regenredimium. Meine Atmung ist regelmäßig und die Blutungen werden schwächer. Auch die Taubheit vergeht langsam. Aber am wichtigsten, die dunkle Schwellung ist fort. Die Symptome sind allesamt geheilt. Danke, Malaya. Ich habe es geschafft, so wie du es gesagt hast. Ich habe ein Heilmittel für Trussos Gift gefunden. Na dann, auf. Ah, der lebt ja noch. So kalt. So viele habe ich sterben sehen, immer und immer wieder. Ha, so fühlt es sich also an, der Tod. Ich meine natürlich die Erlösung. Trousseau. Wie fühlt es sich an, ein Leben zu beenden, Meisterin? Ich musste es tun, um jenen zu helfen, die Hilfe bedürften. Ha, du hast dich kein bisschen verändert, seit ich das erste Mal traf, Meisterin. Nicht ein einziges bisschen. Doch wie lange wirst du es auf diesem Friedhof des Verfalls, deinen Prinzipien noch treu bleiben können? So. Ich glaube, er ist jetzt von uns gegangen, Freunde. Der Regen ist wieder wie früher. Casti! Edmund, du alter Schwerenöter. Es tut gut, dich zu sehen. Genug von mir. Wie geht es der Stadt? Die meisten konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es gab jedoch ein paar Nachzügler. Sie kämpfen nun gegen das Gift. Hust, keusch, verdammt, sieht es, als hätte es mich auch erwischt. Nimm das, Edmund. Gerne, Moment, ist das etwa... Ja, ein Gegenmittel. Wunderbar, damit können wir alle retten. Allerdings, doch jetzt beeil dich, jede Sekunde zählt. Worauf du dich verlassen kannst. Hust, Röschel.
Edmund, hier drüben. Die Knochenflickerin ist zurück. Jetzt wird alles gut werden. Knochenflickerin. Kannst du ihnen helfen, Casti? Natürlich, ich mache mich gleich an die Arbeit. Keine Angst, alles wird gut. Sie eilt und hilft der ganzen Stadt. Wahnsinn. Ah, sie muss eine sehr begehrenswerte Frau sein, auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie fast überall umsonst essen kann. Somit hilft sie der ganzen Stadt. Nicht schlecht. Das sollten alle gewesen sein. Es ist vollbracht, Malaya. Ich habe ihnen allen geholfen. Jetzt schläft sie ein. Malaya. Habe ich deine Erwartungen erfüllt? Weit mehr als das. Du hast so viele Leben gerettet. Danke, Meisterin. Die anderen denken sicher genauso. Casti? Ich bin sehr, sehr müde. Ich würde so gerne ruhen, Meisterin. Hilfst du mir dabei? Na klar. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Lass mich bitte ruhen, Casti. Machen wir Himmelsbalsam in Besitz. Machen wir. Nicht schlecht, meine Damen und Herren. Ruhe in Frieden, Malaya. Ihr alle findet erholsamen Schlaf. Ah, das sind alle, die gestorben sind, gell? Oh. Sehr traurig. Aber wir haben auch viele das Leben gerettet, Freunde. Also von daher, wir sind noch in der Waage, würde ich sagen. Mehr gerettet als gestorben. Morgen, Knochenflickerin. Ich finde den Typen so geil, ne? Was? Während du geschlafen hast, gab es hier eine nette Krönung. Dann muss ich sehr lange ohne Bewusstsein gewesen sein. Was ist mit den Bürgern? Sieh am besten selbst. Sie sind alle wohlauf, so habe ich mir das gedacht. Super. Und da gibt es eine riesengroße Fete hier. Ah, da kriegt sie Pipi in den Augen. Verzeihung, aber bist du die Apothekerin, über die sie alle reden? Ah, ich bin eine Schreiberin. Ich schreibe Nachrichten für eine Zeitung, das Delster Tageblatt. Ah, sie ist es. Wir kennen sie doch. Wie ich hörte, hast du den Menschen in Lerchentau das Leben gerettet. Gibt es etwas, das du der Welt zu sagen hast? Ich soll sie gerettet haben? Total verwirrt. Nein, das war nicht nur ich. Wir haben sie gerettet. Erzapotheker. Und somit
neigt ein wirklich tolles Kapitel, tolle Geschichte mit der guten Casti. Ja, Errungenschaft auch freigeschaltet. Tolles Kapitel, hat mir sehr gut gefallen mit Casti. Schade auch, dass dies zu Ende ist. Casti hat die Spezialfertigkeit Wunderelixier gelernt. Du hast die Wegkreuzung Casti und Oshet Akt 2 freigeschaltet. Freunde, da freue ich mich noch richtig drauf. Das Gespräch nehmen wir noch mit, ihr kennt es ja. Experimente. Dich selbst als Versuchsperson zu benutzen, du bist wahrlich eine beeindruckende Forscherin. Gehst du beim Testen neuer Mittel immer so vor? Ja, Medikamente dürfen erst verabreicht werden, wenn ihre Verträglichkeit überprüft worden ist. Zwischen Heilung und Gift liegt oft nur ein schmaler Grat, etwas zu hoch dosiert und Medizin kann töten. Faszinierend, ich habe mich meinen Zielen stets mit systematischen Ausprobieren genährt. Aber meine Experimente enden normalerweise auch nicht potenziell tödlich. Mir sind schon viele Fehler unterlaufen. Mehrmals stand ich auf der Schwelle des Todes. Glücklicherweise hat mich das mit der Zeit gegen die meisten schwächeren Gifte immunisiert. Also, wenn du dich jemals vor einer Attentat fürchtest und eine Vorkosterin benötigst, dann bin ich zur Stelle. Vielleicht solltest du dich neben deiner Patienten manchmal auch ein wenig um dich sorgen, Casti. Schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, Freunde.